So, und jetzt ganz schnell irgendwo hin, wo kein NPC ist. Also, sobald wir durch die Tür gehen, tritt man sofort aus dem Schatten heraus. Heißt, man hat 5 Sekunden oder so Zeit. Hier ist aber nichts drin. Ah, schön, gleich wieder geklappt. So, der Raum ist schon mal tabu. Ux, der hier auch. Obwohl, wenn sie da unten ist. Nee, nee, wir sollten hier weg und da hoch. Da ist noch jemand. Runter. Schnell wieder verstecken. Ja. Und ganz schnell dran vorbei. Ganz schnell dran vorbei. Aber warum sind hier zwei Frauen in dem Haus? Okay, eins könnte die Frau sein und ein anderes. Ah, drei Frauen. Eins könnte die Frau sein, das andere sind vielleicht Töchter, aber trotzdem. Viel zu viel los hier. Es kommt bloß nicht hier rein. Ja, komm schon. Das heißt ja, wir kommen nirgendwo ran. Hier im Raum ist nichts. Oh, hallo? Hat uns nicht gesehen. Na gut. Hier ist sie drin. Okay, jetzt wo die da ist, könnte ich kurz die Bücherregale durchgucken, aber da werden nur Bücher drin sein. Oh. Na super, 9 Goldmünzen. Schön in die Ecke verkriechen. Und dann gehen wir mal raus aus dem Haus hier. Weil bei so vielen Leuten bringt das gar nichts. Komm schon. Ach, so. Und raus. Raus, 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 raus. Ah. Oh ne, da ist sie. Komm, geh mal. Ne, das wird nichts. Ja, nee. Das ist einfach nur ein adeliges Haus. Also ein Haus von Adeligen. Mit viel zu vielen Adeligen drin. Na gut, ich schaue mich weiter um. Bis später. So, jetzt haben wir hier noch ein kleines Haus, etwas abseits von der Stadt. Auch verschlossen. Ich hoffe, wir sind da jetzt nicht 5 Bauern drin oder so. Naja, so abseits von der Stadt ist es nun auch wieder nicht. Das da ist ein bisschen abseits aus, wird ein Bauernhof sein. Da können wir gleich auch nochmal hingucken. Wenn wir dann irgendwann mal geschlichenerweise da reinkommen. Wie viel Prozent hat sie eigentlich? List 50%. Ja. Oh. Ja, nee. Einer schläft, einer hält Schicht, oder wie? Krummel. Na gut, ich tingle mal zu dem anderen Haus. Oh mein Gott, ich dachte, du wärst tot. Oder weggelaufen oder so. Nuba lebt. Das ist schlimmer als Eispfeile und Ogermagier. Aber jetzt müssen wir ihn irgendwo so deponieren, dass er nicht in der Nähe des Händlers ist. Dass wir ihn jedes Mal treffen, wenn wir wieder herkommen. So. Und jetzt können wir noch nicht in das Haus einbrechen, weil er uns verfolgt. Scheiße, dummer Nuba. Wir haben auch keinen Hast oder so. Also Eile? Oder wie heißt das auf Deutsch? Schneller laufen, schneller angreifen. Das dauert auch noch ein bisschen. Geh weg. Geh weg. Ups. Hallo? Okay. Nein, nur. Nein, jetzt nicht. Geh weg. Wir haben gerade was Tolles gefunden. Nein. Da. Kann nicht. Oh! Ja, toll. Wir gucken uns die Rüstung woanders an. Hast vollkommen recht, Nuba. Aber eigentlich wollte ich die Rest der Karte aufdecken. Aber mit dem im Schlepptau kann man das knicken.
So, dahin. Puh, so. Jetzt gucken wir aber. Und wir haben einen Ankeg-Plattenpanzer. Schön, 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 schön. Ankeks sind säurespuckende, gepanzerte Würmer. Die trifft man später noch. Und wir haben schon mal einen Panzer. Aber das geht nicht mit dem magischen Ring. Das heißt, so, minus 5. Das ist eine Rüstungsklasse besser als Plattenpanzer plus Schutzring plus 1. Das ist schon mal ordentlich. So, du hast einen Schutzring, du hast einen Schutzring. Du hast keinen Schutzring. Dann kriegst du den hier. Und Düne hier kann das versuchen zu lernen. Ne, kann sie nicht. Schade. Na gut, dann rasten wir mal kurz, dass sie ein bisschen Zauber wieder bekommt. Ja, Stab der magischen Geschosse. Bitte schön, immerhin. Jetzt hast du zwei. Obwohl. Magische Geschosse, Blitz, Feuerball. Das ist doch eine schöne Reihe von Stäben. So. Ah, okay. Naschkell erforschen wird erstmal nichts. Da Nuba wieder aufgetaucht ist. Dann machen wir uns doch mal. Also, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hohe Hecke haben wir auch. Bei den beiden bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir sind ja nur die Straße lang gegangen. Ja, okay. Dann machen wir die beiden Gebiete erstmal kurz. Gucken wir nach, ob wir das schon alles haben. Wie schaut es da oben aus? Ah. Gehen wir hier weg da. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Immer mal Schwert. So. Und Jahira heilen mal den hier. Ja, selbst diese einfachen Überfälle wie der hier können nervig werden wegen dem Magier. Die halten echt so wenig aus und es gibt noch keine Steinhaut oder andere Schutzzauber. Ach ja, so, da wollten wir hin. Ja, ist noch nicht aufgedeckt. Und gucken wir mal ganz kurz. Gucken wir mal ganz kurz hier hin. Das ist aufgedeckt. Schön, schön. Ja, dann mache ich noch kurz das Gebiet da oben. Das hier und dann melde ich mich wieder. Oh, Nanu, was haben wir denn da? Eine überschwemmte Hütte. Na, überschwemmt kann man nicht mehr sagen, die scheint schon vollkommen versunken zu sein. Ein untergegangenes Haus. Ihr habt keine Ahnung, seit wann es schon leer steht. Na gut. Ist hier sonst irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Cool. Cool. 3 Stück. Na gut, dann zaubern wir doch mal ein bisschen. Auch wenn es nicht wirklich nötig ist, aber. Ja. Geht schneller. Rettungswurf gegen Tod? Was soll das denn sein? Ah, wahrscheinlich die Lähmung. Aber unsere Gruppe hat langsam echt drauf. Okay, wir sind noch ein ziemlich einfaches Gebiet und Ghoule sind nicht die stärksten Gegner, aber allgemein. Ich meine, wir haben jetzt schon Feldharnische und diesen Ankeg-Panzer und lauter magische Ringe und Schilde und Langschwert plus 2. Ja, Ja. Kumpel? Oh, wer bist denn du? Seid mal ganz ruhig. Könnt ihr es nicht riechen? Oger direkt im Wind. 2, vielleicht auch mehr. Mir scheint, ihr macht eure Sache gut. Das könnte man so sagen. Klingt noch nicht schön. Okay, 2 Ogre. Ja, das dürfte kein Problem darstellen.
Ich meine, den letzten Trupp Ogre, den wir getötet haben, das waren drei Ogre, ein paar Grillions und noch irgendwas Ogre-artiges. Alles auf einmal. Ihr seid keine Ogre. Seine Nase ist nicht gut. Okay, wir wissen auch nicht, wo der Wind herkam, aber na gut. Da oben war es schon mal nicht. Fix. Ah, ich klicke nur auf das. So. Ja, gucken wir mal, vielleicht finden wir die beiden Ogre auch noch. Wir haben ja auch öfters mal nette Sachen dabei. Obwohl die Hobgoblins in dem Gebiet fast jeder einen Edelstein oder eine Spruchrolle dabei hatten bisher. Was sich ja auch läppert. Jetzt müssten sie nur noch ein paar Spruchrollen von Feuerball, Blitzstrahl und dergleichen dabei haben. Oh, und genau, Eile. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, die werden wir. Also die uns noch fehlen, werden wir wohl in der Hohen Hecke kaufen müssen, bei Zeiten. Obwohl es jetzt finanziell ja auch ganz gut aussieht. Dann können wir auf die Schattenrüstung sparen. Die war, glaube ich, 10.000 Goldmünzen. Und die könnte Imrun bestimmt gut gebrauchen. Weil wir haben ja gesehen bei unseren kleinen Diebestouren, das Schattenverstecken, wo jedes dritte, vierte Mal funktioniert hat. Und in der kritischen Situation ist sowas dann schon echt ärgerlich. Und die Schattenrüstung erhöht halt die Chance, sie zu verstecken. Wenn ich mich richtig erinnere. Und hat noch eine gute Rüstungsklasse. So, bisher aber immer noch kein Ogre. Geschweige denn zwei. Na gut. Da unten vielleicht, aber naja. So, nach diesem Gebiet, denke ich mal, wagen wir uns wieder an etwas Schwierigeres. Denn mein Ziel momentan ist es, Level zu machen. Nämlich noch so ein Stück mindestens. Wenn es gut läuft, zwei. Und dann mit der Hauptquest weiter im Mantelwald. Weil das Diebeslager haben wir zwar geschafft, aber nicht in einem Rutsch. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich, weil es kommt halt komisch, wenn man so ein Diebeslager angreift, kurz wegläuft und kurz wegläuft, um zu rasten, dann wiederkommt. Nee. Das kommt nicht gut. Und im Mantelwald wird das wahrscheinlich noch schwieriger werden. Daher bin ich versucht, in das Gebiet zu gehen, wo die Wassernymphe war und der Ogermagus. Weil wir haben jetzt schon zwei Ogermagusse, Magi, getötet. So schwer sind die ja nicht mehr. Zumal wir jetzt auch die Feuerball- und Blitzstrahlstäbe da haben, die gut Schaden machen. Und das gab auf jeden Fall sehr viele Erfahrungspunkte. Vor allem die Wassernymphe. Auch wenn ich denke, dass sie was Besonderes war. So, jetzt sind wir auch gleich durch mit dem Gebiet hier. Und ja, also die Schwertküste runter, da die Gebiete mal anschauen. One Hit mit dem Stein, war nicht schlecht. Und hey. Ah, stimmt, genau. Wir suchen hier immer noch einen Hobgoblin mit den Schleicherschuhen oder so ähnlich. Für den einen Halbling, der uns bestohlen hat. Den wir sie aber garantiert nicht geben, deswegen. Hätte er uns nicht bestohlen, hätte er sie auf jeden Fall bekommen. So, was haben wir jetzt? Ah. Na komm, schlaf mir kurz. Ich will wissen, was das für Schuhe sind. Da. Stiefel der List. List Bonus plus 35%. Das verdoppelt fast im Moment Chancen. Der hätte schon Schuhe an. Plus 5 gegen Geschosswaffen. Oh, das kriegt mal Döner hier. Döner hier hat. Warum haben eigentlich die Frauen alle die Schuhe an? Widerstand gegen Elektrizität. Ja, das ist gut, weil wenn so ein Blitzstrahl angeflogen kommt, dann stirbt sie nicht sofort. So. Ja, alle drei Schuhe. Kein Schuh, kein Schuh, kein Schuh. Ich will ja nicht klischeehaft sein oder so, ne? Aber, na gut. So. Also das haben wir von der Liste dann auch schon mal gestrichen. Jetzt haben wir noch einen Umhang im Mantelwald von den Tasloi. Da hatte jemand auch gemeckert an der Taverne. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Taverne das war. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es sein Umhang war
ob er ihn wiederhaben wollte oder ob er uns einfach nur davon erzählt hat. Naja, wenn es soweit ist, können wir im Journal nachgucken. So, Mr. Park Ranger, wo sind deine Oger? Ich habe bisher keine gesehen. Außer deine Nase reicht bis zum nächsten Kartenabschnitt. So, verlassen wir die Karte mal da. Also, wo war die Wassernymphe? War die da? Ja, ich glaube schon, das sieht so aus. Ja, schauen wir doch mal dahin.